War. Interessantes Bild. Könnte von mir sein. Also mal da hinten. Jetzt gibt's kein Zurück mehr, BJ. Immer weiter. Jetzt haut er hier. Ja, ach so, da abhauen. Helgas Tagebuch, zweiter Eintrag, September. Ich habe schon so viel über Wulfburg gelesen, dass mir schon die Augen bluten. Eine unbegreifliche, faszinierende Stadt. Hier gibt es etwas Wichtiges. Ich kann es spüren. Jedenfalls schien es meinen Vorfahren König Otto wichtig gewesen zu sein. Bisherige Schlüsse. König Otto fand Pergamente, Begegnung im Istanbul. Pergamente. Mann, jetzt heute ab, sorry, Leute, tut mir echt leid. Gaben ihm mächtiges Wissen, seine Notizen des Gelehrten Sigbald S1526 baute etwas in Wulfburg, das er im Krieg gegen die Magyaren einsetzte. Kriegsmaschinen halfen ihm bei der Machtergreifung und dem Aufbau des Heiligen Römischen Reiches. Aber was immer es gebaut hatte, er scheint dem Feuer, das die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hat, zum Opfer gefallen zu sein. Die meisten würden an diesem Punkt wohl aufhören, aber ich spüre diesen Hunger in mir. Ich will mehr wissen. Das ist deine Schuld. Vater, ich werde so lang mit dem Kopf gegen die Wand rennen, bis sie mich entweder tötet oder ich sie durchbreche. Heute Abend gibt's Wein. Ein spritzigen Rheingauer, köstlich zu Wurst und Käse. Okay. So. Erstmal umschauen. Das sind die Cornets. Definitiv. Ich kenne das aber auch hier von Alien. War das Alien? Alien vs. Predator? Ne, das war Indiana Jones. Genau, da gab es auch so ein Schädel, der so leuchtete. Genau. Ja, jetzt habe ich es. Jetzt weiß ich. Jetzt komme ich natürlich nicht da hinten rüber, um mir das Scharfschützengewehr zu holen. Ja, scheiße, ey. Kacke. Haben wir noch eine Karte? Nein. Helgas Tagebuch. Erster Eintrag, 6. Januar. Mein Bein hat mich die letzten Nächte wachgehalten. Es juckt fürchterlich. Der glückliche Nebeneffekt, ich habe Zeit, um nachzudenken und Nachforschung anzustellen. Ich weiß jetzt mehr darüber, wer mein Vorfahre König Otto war. Ich kenne jetzt seine Träume und Ziele. Das Feuer der Rechtschaffenheit, das ihn im loderte, war beinahe schon göttlicher Natur. Er war dazu bestimmt, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Aber was ist meine Bestimmung? Oder anders ausgedrückt, kann ich mein Schicksal selbst bestimmen? Gestern ist es uns dank meines Forschungsassistenten gelungen, König Ottos geheimes Studiozimmer aufzuspüren. Wir haben wertvolle Dinge gefunden, Forschungsnotizen, Texte über Alchemie, Karten. Erinnerte mich kurz und schmerzvoll daran, wie ich meinen Vater an der Decke baumelnd in seinem Studierzimmer, im alten Anwesen fand. Wie kalt doch danach seine großen Hallen auf mich wirkten, als wäre es mit ihm gestorben. Ich sollte nicht darüber nachsinnen, mich auf die Forschung konzentrieren. Ist zwar schon spät, aber ich werde mir jetzt eine Erfrischung holen. Okay, die scheint aber ganz schön durstig gewesen zu sein. Ich habe da noch was blinken sehen, suchen wir uns das direkt mal. Helgas Brief. Burg Wolfenstein, Paderborn, 2. Januar. Mein lieber Reinhold, es gibt da ein Geheimnis, das ich gern mit dir teilen möchte. Ein Geheimnis, mit dem es um alte Könige und uraltes Wissen geht. Aber der Reihe nach. Du verstehst es, lieber Reinhold, Briefe zu schreiben, die das Herz einer Frau erwärmen. Und vielen Dank für den Wein. Er hat vortrefflich geschmundet.
Sie ist doch eine Säuferin. Ich hoffe, du weißt, wie sehr es mich freut, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn wir nun kein Paar mehr sind. Vielleicht war unsere Trennung ja zu unserem Besten. Denn ich habe nun Seiten an dir kennengelernt, von denen ich in all den Jahren zuvor nichts geahnt hatte. Vielleicht bist du auch einfach nicht imstande, dein Herz den Frauen zu öffnen, mit denen du zusammen bist. Okay. Der arme Reinhold, war doch jetzt sein Name, ne? Ja, Reinhold. Reinhold, nicht Messner. Boah, diese Musik, ne? Naja, vielleicht kommen die zwei ja nochmal wieder zusammen. Kleine Tasse. Da haben wohl die Potana draus getrunken. Aber jetzt mit den Schädeln, das sieht schon echt stark aus. Ich habe ja auch meinen toten Schädel, aber der steht im Moment auf dem Schrank. Weil, ja, das Schränkchen, wo er drauf stand. Da steht jetzt mal mit dem Kühlschrank drauf. Yay. Yeah. Ja, haben aber kunstvoll eingerichtet hier. Diplom. Helga von Schlaps. Diplom, Helga von Schabbel, Schlaps, wieso Schlaps, Schlepps, Helga von Schaps, ach Schaps, Schappi, mit Fruppis, die mampfen wir gern, was, Spaß muss sein. Ein Radio, wir dürfen keine Radio hören, aber können wir es trotzdem benutzen? Schade, jede Menge Aktenordner. Oh Mann, die haben aber alles ausgegraben hier. So, einmal kurz kratzen und dann würde ich sagen, dass wir da durchpassen. Wow. Scheiße. What? Nein! Scheiße, was zum... Gute Nacht. Oh, mein Kopf. Oh, was ist denn los? Wo bin ich? Was ist passiert? Bethesda Softworks. Präsenz. Gänsehaut pur bei mir gerade. A Game Bee. Oh, Gänsehaut, ey. Machine Games. Oh nein, der Hund. Wolfenstein, The Old Blood. Ah. Teil 1. Gute Jäger und die Höhle der Wölfe. Kapitel 1, Gefängnis. Ui, verschwommen. Wir sind ganz schön, ich glaube, ein bisschen... Ja, die paar Meter, die haben uns bestimmt wehgetan. Blaskovic, oh ja. Ist ganz schön fertig. Oh. Blaskovic? Hey, Blaskovic, sind Sie wach da drin? Ja, ich bin hier, Wesley. Gut, gut. Ich bringe uns hier irgendwie raus. Waren Sie schon mal in Snowdonia, Blaskovic? Nee, war ich nicht. Ist unglaublich majestätisch und schön dort. Hügel über Hügel, soweit das Auge reicht. Mein Vater war dort mit mir manchmal wandern, vor dem Krieg. Damals war ich glücklich. Er hatte immer einen Korb mit Brot und Käse dabei. Ein Bier für sich und eine Limonade für mich. Haben dort sogar einmal ein Fossil entdeckt. Am selben Tag bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und habe mir den Fuß gebrochen. Das war der schönste Tag meines Lebens. Ich möchte so gern noch einmal... Guten Abend. Holt ihn raus! Jäger will mit ihm sprechen! Okay, da können wir hochklettern. Aber wie komme ich denn da unten an das... Ich weiß immer noch nicht. Warte mal, das würde mich jetzt interessieren. Optionen... Kontrolle von Gladen. Nein, ich will wissen, wie man in Hocke geht. Tasten zuordnen. Controller aktiviert, Controller Einstellung. Nein, Controller, wenn...
Nachlassmesser, Rohrpistole, Sturmgewehr, Bombenschuss, Schockhammer, Kampfpistole. So. Nach links, nach rechts, nach unten sehen, springen, sprinten, ducken. Ducken ist C. Alles klar. Okay, achso. Da ist was drin. Jetzt haben wir es. Ah, verflucht! Alter Wichsmaus, ey! Okay, wir haben es jetzt doch. Wer auch immer diese Zeilen liest, ich heiße Lotti Kohl. Ich wurde hier von Helga eingesperrt. Bitte kontaktieren Sie meinen Vater in Wolfsburg. Sein Name ist Robert Kohl. Ja, okay, jetzt soll ich da scrollen mit der Maus und dann... Er arbeitet in der Bibliothek. Sagen Sie ihm, dass Helga in der entweihten Kirche forscht. Bitte, es ist sehr dringend. Sagen Sie ihm auch, dass ich ihn liebe. Okay, mache ich. Wenn ich ihn treffe, sage ich ihm, dass ich ihn liebe. Wenn ich weiß, dass ich ihn vor mir habe. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir nochmal wieder hochkommen. Das macht er alleine. Oh, pass auf. Ja. Scheiße. Oh, Mann. Okay, wir können das aufheben. Alles klar. Neue Waffe, Rohre. Okay. Da kann man nichts machen. Okay, da kannst du das Holz kaputt klauen. Und wofür war das jetzt? Kann man da irgendwie hochklettern? Nein. Was ist hier? Ja, die da reinkloppt. Der Wahnsinn. Halte links gedrückt um. Scheiße, ich dachte, wir könnten den irgendwie fertig machen mit der Rohre, aber das war da wohl noch nicht der Fall. Schitten. Ah. Okay, warte mal, ich muss hier glaube ich drücken und dann nach raus. Nein. Also. Mist, was muss ich denn hier machen, ey? Diese
wir haben den jetzt ausgeschaltet. Ach so. Da, schnell. Oh, jawohl, hui.